Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Und ihr seid ruhig mit euren Kartoffeln. So, hier ist ja dieser Ziggy, aber ich habe jetzt herausgefunden, wo der Ludwig sein Haus hat. Und zwar hier. Genau. Der ist wahrscheinlich oben, ne? Was haben wir da? Nimm mal mit. Egal, was es ist. Ah, Eisenring schon wieder. Na, okay, ein bisschen was. Nehmen wir mal nach oben. Und hier ist auch wieder so eine... Ich weiß aber jetzt mittlerweile, was das für ein Truhen sind. Das sollen so Art Briefkästen sein. Aber leider... weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch keine Quest darüber. So, hier ist er. Hallo, Ludwig. Warum wollt ihr den Troll loswerden? Nee, ich habe... Euer Problem mit dem Gewürm ist gelöst. Glaube ich dir. Aber der Kommandant? Ist der Kadaver Beweis genug? Vollkommen. Hier ist dann Geld. So, hätten wir die auch abgeschlossen. Und ich glaube, bei denen kann man später auch... Ich werde mal jetzt nochmal fragen... Warum hat Loredo auf den Kopf des Trolls einen Preis ausgesetzt? Kommandant Loredo ist nur um Flotsams Wohl zu tun. Aber der Troll kümmert sich um die Brücke. Er ist eine gefährliche Bestie. Außerdem versteuert er seine Maut nicht. Ja, ja, die denken bloß wieder an ihre eigenen... Ach so, das ist die andere Quest noch gewesen. So, hier haben wir noch eine Kiste. Hier haben wir auch noch was. Oh, lohnt sich das Geld, ja? Da haben wir auch noch was. Oh, er hat eine Frau. Ja, die hat denselben Nachnamen. Die wollte mir noch ein bisschen Draht geben. Okay. So, jetzt haben wir den auch gefunden letztendlich. Hier gibt's noch was. Ja, und da brauche ich einen Schlüssel. Okay, das habe ich beim ersten Mal auch nicht rausgefunden. Ich habe jetzt nur zufällig ein Video mir angesehen gehabt, wo dieser Typ sein Haus hat. Und da, der hatte gerade da eben Briefe irgendwie. Und dieselbe Kiste stand ja bei dem Kommandanten oben auch nochmal, ne? So, jetzt gehen wir aber mal zu ihm hier drüben. Noch ein paar Kämpfe machen. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Auf wen fällt denn da Ziggy Königs Blick? Hast du dir die Sache überlegt? Ich bin bereit. Kämpfen ist immer gut. Unterwegs erkläre ich dir alles. Buchs aus. Jetzt unterwegs. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Kartoffeln? Für gar nichts. Da irrst du dich. In Pontartal gibt es nur zwei Städte, die einen Besuch wert sind. Da will er durch, okay. Die besten Mädchen im ganzen Norden und Flotsam, weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich setze auf meine eigenen Kämpfer. Ja, dann mach das mal. Und du wirst es nicht bereuen. Und jetzt gehen wir dahin, wo aus einem Burschen ein Mann wird. Und aus einem gemeinen Rauchbold. Halt! Erkennst du Ziggy König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Ja. Alle Kämpfer von Ziggy König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Und diesmal ist es anders. Wart's ab. Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier. Von mir aus? Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Naja, solange du darauf aufpasst, ist es mir egal. So. Ach, das findet so auch hier statt bei... Höchstpersönlich. Aha. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Hier werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern,
wer sie die König ist. Das ist jetzt auch neu für mich, weil das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch nicht gemacht. So, na mal gucken. So, wo geht's jetzt lang? Hä? Ja, und hier hätten wir dann auch alle K.O. schlagen müssen. Und warte mal, der wartet doch da, ne? Da könnte ich doch eventuell mal ganz flink hier nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ich finde jetzt das gewisse Teil für die Falle nicht mehr. Aber wir können es ja mal ausprobieren. So, nein, nein, nein. Nee, da hätte die Kiste hier, die eine, die hätte geglänzt. Nee. Na, egal. Ja, komisch ist, dass die Tür, glaube ich, von der anderen Seite eben nicht aufgegangen wäre. Aber ich denke mal, dass es hier runter geht in den... Genau. Lass dich nicht unterbuttern. So. Siegel der Narr ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der Ungeheuer-Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Siegelkönig hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Siggi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern drischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Klopf ihn durch! So, dann wollen wir mal. Lass dich nicht unterbuttern. Klopf ihn durch. Gleich haben wir ihn. Geralt hat sogar seine Jacke ausgezogen. Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Bin auf den zweiten gespannt. Viel Glück. Lass dich nicht unterbuttern. Mhm. Entschuldigt, wenn ich jetzt nicht so viel rede, weil ich mich gerade auf das Click-Event ein bisschen konzentriere. Aber es läuft ganz gut. Den haben wir auch. Oh je. Den seine Nase ist mir gebrochen. Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Fransenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Trotteln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Dann mal her mit dem Fransenschwanz. Der Fransenschwanz. Lass dich nicht unterbuttern. Mhm. Versuchen doch alle, mir in die Haare zu ziehen, die Schweine. Klopf ihn durch. So,
So, das war's, glaube ich. Das war's mit Franzens Schwanz. Ein einziger. Und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Hexer, tritt näher. Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Lorido? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Ich will aber gewinnen. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Ich mag den sowieso nicht. So ein dünnes Gerippe, ey. Lass dich nicht unterbuttern. Lass mich doch hier nicht erpressen, ey. Klopf ihn durch. Gib's dem Arsch! Bezahl. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Ach, leck mich. Meine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden. Ganz zu schweigen von den Mädels. Bums sie für mich mit. Ja, ich lass mich doch nicht von dem Arsch da erpressen. Das geht gar nicht. So, dann wollen wir mal, ja gut, ausrüsten. Hose hatte ich auch nicht mal an? Ach nee, die habe ich noch an. Schuhe habe ich auch an. Die Handschuhe hatte ich nicht mal an. Und die Jacke. So, jetzt haben wir alles wieder ausgerüstet, haben doch noch eine Quest erledigt. Jetzt gucke ich mal, was wir jetzt noch machen könnten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich muss das erstmal mit den Kairan machen, damit ich quasi das mit den Neckar machen kann. Königsmörder, nee. Ich glaube, das war die jetzt, ne? Elixier erhalten doch diese Mixtur. Braucht Orts von dem Kraut, werde ich erstelle. Entwickelt. Okay, das war doch eigentlich die, ne? Oder war das die hier? Okay. Wir gehen einfach mal, aber das ist jetzt in der Nacht. Ich mach gleich mal am Tag. So. Ich glaube. Ja. Nee, warte mal. Moment. Ich glaube, ich muss hier durch.
So, ich werde jetzt nämlich zu der Hexe gehen. Aber in der Nacht ist das blöd. Da soll es lieber am Morgen sein. 6 Uhr, ja. So, jetzt fängt es an, wieder morgen zu werden. Wir gehen zu der... Oh. Ich wollte ja mal gucken hier, ob ich in dem Puff... Hier ist der Puff. Ob ich da irgendwas machen kann. Ja, scheint Geld nämlich mit. Ich weiß natürlich, dass hier eigentlich ein Loch ist, wo man durchgucken kann, aber anscheinend. Na gut. Gucken wir uns mal hier weiter um. Nimm der schönen Frau erstmal alles weg. Das ist eine Elfe. Das ist ja nicht die Puffmutter. Wo ist die denn überhaupt? Na egal. Hier können wir nichts machen. Gehen wir mal nebenan zu der Zauberin. So, die schläft natürlich. Wenn sie schläft, können wir gleich mal hier ihre Zeug durchsuchen. So. Hexe, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Oh je, was hat sie denn hier noch alles für Fragen? Ich hab nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Mhm. Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Okay. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Eher eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Ja. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Mhm. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. So, sie bleibt jetzt hier oben. Und wir müssen jetzt hier runtergehen. Aber vorher wird es leider noch einen Schnitt geben. Wenn ich so auf die Uhr gucke.
Ich will jetzt nicht mitten im Kampf, will ich jetzt keinen Schnitt machen müssen. Also, da runter müssen wir. Ich muss ja vorher den Trank auch noch einnehmen. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Wo es... Hier kann ich auch noch runter. So. Da geht's dann runter. Den Trank nehme ich dann auch noch ein. Ja, der Part ist jetzt, ja, gute 20 Minuten. Das ist okay. Und damit wir dann vollständig sehen, den Kampf. Und der ist auch nicht so einfach. Könnte auch sein, dass ich einmal verrecke oder so. Also sage ich an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.